Wie ihr wisst, wird es wohl nie im Leben eine offizielle LEGO Star Wars Minifiguren-Serie geben. Seit 21 Jahren LEGO Star Wars hatten wir noch keine Minifiguren-Serie. Jedenfalls gibt es dafür aber kreative Fans, die diesen Job übernehmen. Und deshalb zeige ich euch heute eine Custom LEGO Star Wars Minifiguren-Serie. Viel Spaß! Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir die einzigartige Möglichkeit, eine 100% selbstgemachte Minifigurenserie aus LEGO Star Wars Minifiguren zu betrachten. Diese Minifiguren, die gab es noch nie. Diese Figuren, das ist jetzt nicht einfach mal irgendwie Obi-Wan oder Anakin oder sowas. Das sind Figuren, die wir zum größten Teil noch nie aus LEGO gesehen haben, wie zum Beispiel Commander Bly oder Yaddle. Das werdet ihr alles genau jetzt in diesem Video sehen. 16 Stück sind da und die habe ich natürlich nicht selber gemacht. Ich bin dafür viel zu unkreativ. Diese hat Bricks of Mace gemacht. Markus, viele Grüße an ihn. Er hat sich das hier alles ausgedacht. Das sind alles Figuren, die aus originalen Lego-Teilen bestehen. Das sind keine Fake-Sachen oder sonst was. Das sind alles originale Lego-Teile. Ihr könnt euch die rein theoretisch, wenn ihr diese Figuren habt, die da mit dabei sind, sogar auch nachbauen. Riesendanke an ihn, riesen Respekt. Er kennt quasi alle Figurenteile von Lego. Guckt auf jeden Fall bei ihm auf dem Account vorbei bei Instagram, wenn euch sowas interessiert. Gebt ihm die 10.000 Follower und ja, wir fangen jetzt an mit der Minifigurenserie. Danke nochmal an Markus. So, an der Stelle muss ich einmal kurz noch unterbrechen. Und zwar, er hat auch noch so ein Überraschungspaket reingepackt. Da hier ist auch eine Figur oder irgendein anderes Teil halt drin. Er sagt, das ist was Cooles. Und deshalb will ich erst die normalen Figuren aufmachen, die auch schon cool sind. Davon kenne ich schon viele. Aber das werden wir am Ende dann auch noch aufmachen. Ich bin gespannt, was da drin ist. Wir machen erstmal die anderen Figuren auf. Los geht's. Hier geht es direkt los mit der ersten Minifigur. Die sind einfach in so schwarzen Tüten, dass man nicht sehen kann, was da drin ist. Wir haben jetzt keine große Fabrik, die jetzt extra solche Minifigurentüten wie bei Lego herstellen kann. Aber wir schauen mal, was hier drin ist. Und es ist... Oha, 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 oha. Ihr habt es vielleicht schon erkannt, was es ist. Na, wer kann mir sagen, wer das genau ist? Das ist eine Kaminoanerin. Ich würde sagen, es ist Lama Su. Ihr könnt sehen hier der lange Hals. Das ist einfach hier so ein 1x1 Round Brick, der dann quasi auf den Hals gesteckt wird, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir hier ein sehr, sehr schönes Torso und so einen blauen Umhang. Und unten nochmal ein 2x2 Brick unten drunter. Was für eine heftige Figur. Es gab nie einen Kaminoaner bzw. eine Kaminoanerin aus Lego. Und Markus hat sie einfach umgesetzt. Coole Figur. Jetzt fehlt natürlich noch ein Accessoire. Klar, falls ihr eine Idee habt, was man für ein Accessoire einer Kaminoanerin geben kann, vielleicht irgendwie so eine ein Klonei oder so. Ne, Klonei, sorry. Nächste Figur. Hier haben wir die nächste Figur. Und das ist... Oh shit, okay, das ist... Ich glaube, das ist die heftigste Figur aus der ganzen Serie. Na, wer kann mir sagen, wer das ist? Ihr seht, vier Hände, einen kleinen Pummelschwanz hinten dran und auch nochmal zwei Köpfe. Tja, das sind die beiden Kommentatoren, die wir in Episode 1 auf Tatooine sehen können und die haben zwei Köpfe. Und schaut mal, wie er das umgesetzt hat mit einem Croissant, was dann quasi diese beiden Köpfe dann hält. Wie genial! Also Riesenrespekt, wie er immer so sowas kommt, das ist einfach krass. Wie gesagt, schaut gerne bei ihm vorbei. Hier hinten dann die beiden Arme, das ist nicht wie bei Garmadon oder Ponkrell, das ist hier hinten mit so Handschellen gemacht, die dann hier hinten über das Teil auf dem Rücken festgehalten werden, sodass die Figur quasi auch vier Arme hat. Krass, genial. Hier dann ein Körper, ich glaube von irgendwie ein Ork oder ein Zombie oder sowas in der Art. Sehr coole Umsetzung hier, der Kopf von das Haarteil von Nori und dann hier diese, ich glaube von Pao aus der Rogue One Serie, dieser Helm quasi. Ach, traumhaft. Riesenrespekt. Und die nächste Figur ist... den sollten auch einige von euch kennen. Das wäre eine Figur gewesen, die gut in den General Grievous Starfighter von 2020 auch gepasst hätte. Aber nein, das hier ist ein Utapauianer, ein Bewohner der Pau City. Sagen wir es so, das ist der, der Obi-Wan am Anfang in Empfang nimmt, hier mit diesem kleinen Laufstock. Das ist jetzt in dem Fall natürlich ein Zauberstab aus der Harry Potter Reihe. Hier dann das Gesicht, ich glaube, das ist das vom Inquisitor. Hier dann noch mit Rock unten dran. Genial, hätte Lego auch gut mal selber umsetzen können, aber naja gut, so haben jetzt wir hier das in der Minifiguren-Serie.
Und weiter geht es mit der nächsten Figur. Und okay, jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich das nicht falsch sage. Das hier ist ein weiterer Jedi. Und es ist, nein, es ist nicht Lord Voldemort, es ist das Gesicht von Lord Voldemort. Aber es ist ein weiterer Kaminoaner, es ist Yaddle Poof. Da habe ich mal ein Video drüber gemacht und habe gesagt, dass er ein Kaminoaner wäre. Er ist aber kein Kaminoaner. Das hier ist, er ist halt ein Jedi mit Rock unten dran. Dann hier auf dem Torso seht ihr auch nochmal eine Jedi-Bedruckung. Auch eine schöne Figur. Jetzt kein Printing auf dem Rücken, aber Lego konnte das in der Minifiguren-Serie schon machen. Hier wieder mit dem 1x1 Round Brick. Auch eine sehr schöne Figur und eine weitere Rasse, die quasi in die Jedi-Reihe oder in die Star-Wars-Welt eingeführt wird. Und die nächste Figur steht schon in den Startlöchern. Mal schauen, ob ihr die erkennt. Na, wer kann mir sagen, wer das ist? Das ist auch eine Figur aus den Prequels. Hier in dem Fall ist das Jocasta Nu. Das ist die Bibliothekarin bzw. Archivarin des Jedi-Tempel-Archivs mit blauem Lichtschwert. Hier dem Rock, ich glaube, der kommt von Professor McGonagall. Wie gesagt, das sind alles originale Lego-Teile, die halt wiederverwendet wurden von vielen verschiedenen Figuren. Hier haben wir jetzt kein doppelseitiges Gesicht, aber hier oben dieses Haarteil, was unter anderem auch Prinzessin Leia hat in einer anderen Farbe, wo ihr dann oben nochmal irgendwas drauf stecken könnt, wie so eine Fahne zum Beispiel. Ja, schöne Figur. Und die nächste Figur ist, oh ja, endlich ein Clone Trooper. Das hier ist Commander Bakara. Wie ihr sehen könnt, mit dem Pauldron an der Seite, mit dem Blaster, natürlich kein Startshooter, ihr Markus hat das schon richtig verstanden. Mit dann dem neuen Clone Face hier drunter, sowie dem ganz normalen Phase 2 Clone Trooper Helm. Und hier unten dann sogar auch noch eine Beinbedruckung und so einen Pauldron unten drunter. Commander Bakara ist eine schöne Figur. Von daher auch eine tolle Umsetzung. Weiter geht es mit der nächsten. Oh, und das ist ein Highlight. Das ist ein echtes Highlight. Also ich, nur um das vorneweg zu sagen, ich kenne die meisten Figuren schon, aber noch nicht die richtige Umsetzung. Also wir haben darüber geredet, was man machen könnte. Aber das ist die krasseste Figur. Schaut euch den mal an. Wisst ihr, wer das ist? Das ist Wat Tambor. Das ist einer der Separatisten-Anführer quasi. Wie ihr sehen könnt, der ein Fernglas für seine Augen verwendet. Dann hier diese Atmungsanlage. Genauso wie dann hier unten drunter nochmal so ein Schulterpolster. Und hier an der Seite auch nochmal Bedruckung. Das ist jetzt hier beispielsweise von verschiedenen Polizei. Das sind Polizeiabzeichen, wie ihr sehen könnt. Schön. Schön, schön, schön. Hier der Rock, da seht ihr, das sind solche Fledermäuse. Man hat halt nicht immer den perfekten Print. Das ist jetzt ein Rock von Batman aus dem Bricktober-Set von früher. Und hier hinten, ja, der Kopf hat halt auch noch eine Bedruckung hinten drauf. Kann man halt nichts machen. Wenn Lego die Figur selber rausbringt, kann Lego das natürlich nochmal anpassen mit den Prints. Aber wenn man nur eigene bzw. Lego-Teile benutzen möchte, die schon mal irgendwo vorgekommen sind, geht das halt nicht anders als so. Aber auch hier erkennt man sofort, wer das ist für so einen Mock auf Mustafa oder auf Utapau perfekt geeignet. Und eine weitere Figur haben wir am Start. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Es ist, oh ja, es ist Bly. Wie ihr sehen könnt, auch eine Figur, ein Commander, den wir noch nie gehabt haben in Lego-Format. Der hat natürlich jetzt eigentlich hier noch einen Visor. Aber an diesen Klonhelm passen keine Visoren mehr ran. Das ging nur bei den Phase 1 Klonhelm. Hier haben wir dann auch wieder das neue Clone Trooper Gesicht drunter. Ein Pauldron, den es ja bei verschiedenen Stormtroopern schon mal gab. Den Torso Print, das ist von dem Clone Trooper Battle Pack, dem ersten Battle Pack. Also wenn ihr unten nochmal von der 212. den Print. Und dann hier nochmal ein Blaster. Sehr schöne Kombination. Das ist hier dieser mittlere Blaster mit dem Spitzenteil, was es ja auch im neuen Clone Trooper Battle Pack gibt. So wie dann hier den Pauldron von den Airborne Troopern. Ihn bräuchten wir unbedingt auch mal. Am besten dann noch mit diesem Visor vorne dran. Ich muss schon sagen, ich finde es echt krass, was man aus den vorhandenen Lego-Teilen noch rausholen kann. Also gerade diese Figur hat mich echt umgehauen. Wäre ich niemals auf diese Idee gekommen. Und ja, so kann man sich halt auch selber Minifiguren bauen, wenn man jetzt nicht alle Teile hat, die, also wenn man jetzt nicht die perfekt bedruckten hat, aber so zum Spielen oder halt für einen Mock reicht das immer noch aus. Und wir machen mal das nächste auf, das ist, jetzt haltet es euch richtig fest, jetzt geht es nämlich richtig ab, das hier ist R2-D2.
Es sieht erstmal ein bisschen strange aus mit diesem komischen Ding da unten dran, aber passt auf. Seht ihr? Das ist der perfekte R2D2, wie er zum Film passt. Diesen dritten Standfuß, den hat er ja noch, aber wenn man die normale Figur betrachtet, also so, dann hat er diesen dritten Standfuß nicht. So hat er den aber dann schon dran und dann sieht's halt. Oh, da sieht das so cool aus, wie er das wirklich die Gegend, wie so ein Staubsauger irgendwie. So ein, wenn ich irgendwann eine eigene Wohnung habe, dann, ja, da besorge ich mir einen R2D2-Staubsauger. Das ist aber noch nicht alles. Wartet mal ab. Wow. Habt ihr das gesehen? Er kann seinen Kopf einfach so zur Seite bewegen. Also der ist jetzt nicht hier so festgemacht. Der kann sich um 360 Grad frei bewegen, wie es halt auch der echte R2D2 kann. Liegt daran, dass hier unten nochmal so ein Jumper-Teil unten drunter ist. Das nur zum Vergleich ist der richtige R2D2. Der kann sich halt nicht bewegen. Hier, wenn man das noch ein bisschen unten drunter baut, dann kann er sich halt schon bewegen und kann das halt noch drehen. Dann sieht er schon echt cool aus. Und ich finde, klar, der ist ein bisschen höher, aber so schlimm sieht es jetzt auch nicht aus. Richtig coole Umsetzung. Weiß ich nicht, warum Lego das nicht gemacht hat. Das hier ist übrigens das Teil, was da noch dazwischen ist. Machen wir die nächste Figur und das ist. Oh yeah. Nein, das ist nicht Poncrell. Das ist das Teil hier vom Poncrell, was es schon gibt. Aber das hier ist Dexter Jetstar, der Freund von Obi-Wan, den er im zweiten Teil besucht. Der Wirt quasi. Der hat natürlich auch vier Arme. Der ist eigentlich so eine Art Koch oder Restaurantbetreiber halt. Könnt ihr sehen, hat er hier an der Seite auch Dual-Molded Arme benutzt. Das, ich glaube, die kommen von so einem Werwolf, von so einer Werwolf-Figur. Viermal halt dann für die vier Arme offensichtlich. Und hier unten drunter dann nochmal ein bedrucktes Teil, was da gut zu passt. Ach, sehr, sehr schön. Sehr coole Figur. Würde ich mir auch echt mal wünschen, dass Lego die Figur mal in echt quasi umsetzt. Und dann haben wir eine weitere Figur. Und zwar. Oh ja, oh ja. Da ist sie. Yaddle. Spätestens seit dem nächsten Trailer für Star Wars The Rise of. Ach, die Skywalker Saga, dem Videospiel halt, wünsche ich mir diese Figur als Lego. Als Lego-Figur. Und er hat's, Bricks of Maze hat's halt auch noch hier gemacht. Kann sehen, hier mit dem Haarteil oben dran, das quasi auf dem Kopfteil von Yoda hinten dran hängt. Das ist da einfach nur so rangemacht. Das könnt ihr da einfach so anfügen. Hält dann sogar auch. Cool. Also, wenn ich ihr wäre, dann würde ich es auf jeden Fall nachbauen. Irgendwann, denke ich, wird Lego uns die Figur auch mit einem neuen Mold für den Kopf dann halt präsentieren. Aber bis dahin ist das hier eine echt wunderschöne Figur und man erkennt auch, worum es sich handelt. Also ein weiteres Mitglied für den Hohen Jedi-Rat. Aufmachen und rausholen und es ist. Ah, okay, gut. Bei der Figur hat er gesagt, da war er sich nicht so ganz sicher. Aber ich finde, man kann trotzdem erkennen, wer das ist. Das hier ist ein übermutierter Hagrid. Nein, okay, es ist Boss Nass. Und Boss Nass, der Anführer der Gungans quasi, wüsste ich auch nicht, wie man den jetzt noch besser umsetzen soll. Man erkennt es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber so ist es schon eine lustige Figur mit dem Turban oben drauf. Das hier ist das Gesicht von dem Zombie aus der Minifigurenserie. Ich habe ihn angeschrieben, habe gefragt, woher das Gesicht kommt. Kam innerhalb von 30 Sekunden zurück. Ja, das gehört von dem Zombie, kommt von dem Zombie aus der Minifigurenserie. Alles klar. Aber er kennt sich halt damit aus. Das ist jetzt hier das Teil von Hagrid. Ich glaube, aus der Beauxbatons-Kutsche. Auch eine gute Umsetzung von Boss Nass. Nächste Figur. Hier haben wir nochmal. Oh ja, den dürften nur die ganz alten Fans von euch kennen. Das hier ist erstmal der klassische Mikrofonblaster. Der Vorfahren der Blaster, die wir heute kennen. Und der Vorvorfahren von den Stud-Shootern. Und das hier ist ein Beach Stormtrooper. Den gab es damals im Videospiel. Das waren immer so. Ja, so lustige Sequenzen quasi, wo die Stormtrooper in so einem Pool drin saßen und dann sind die halt so durch die Gegend gelaufen und haben einen dann abgeschossen. Hier auch noch mit dem Angry Clone Face drunter und hier diesen Torso mit dem Sixpack bzw. Eightpack. Ja, Eightpack. Ach, auch ein schönes Teil. Ich glaube, das gab es damals in dem Indiana Jones, in dem Nurflügler-Set gab es das, glaube ich, drin. Da hatte so ein Typ diesen Torso. Auch eine schöne Figur und natürlich eine Hommage an jeden, der damals das Videospiel gespielt hat. Und die nächste Minifigur. Ah ja, weiteres Mitglied des Jedi-Rates.
Und zwar ist das Oppo Rancisis. Den kennt man ja auch. Der hat hinten so einen langen Schlangendings dran. Das ist jetzt das Teil aus von der Medusa. So wie dann hier halt das Gesicht von Grima Schlangenzunge müsste das sein. Ja, genau. Das ist das Gesicht von Grima Schlangenzunge mit grünem Lichtschwert. Ein weiterer Jedi-Meister quasi, der im Rat der Jedis sitzt. Ach, auch eine schöne Figur. Brauchen wir unbedingt auch mal als Lego-Version. Ich meine, so ein Jedi-Rad-Set. Warum nicht? Kommen wir zur nächsten Figur. Und da haben wir... Oh ja, den sollten auch einige kennen. Vor allen Dingen die Palpatine-Fans. Ja, genau. Denn das hier ist Mas Ameda. Das ist der, der Palpatine immer begleitet. Quasi mit diesen... Ich glaube, er ist auch ein Togruta, also von der Spezies, wie jetzt halt Ahsoka Tar, wie jetzt halt, ich glaube, Isla Secura, wenn ich mich nicht irre, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Jedenfalls, er hat seinen Stab hier oben dran, mit einer goldenen Minifigur dran. Dann haben wir hier diese Hörner, die er nachgebaut hat, die auch super interessant befestigt sind. Ich nehme es mal hier ab. Da seht ihr, da ist hinten so ein Lenker dran. Und an den Lenker hat er dann hier das erste Teil dran gemacht. Das nach vorne geklappt, damit das hier dann so quasi über den Torso rüber geht. Wow. Und dann auch hier wieder bedruckte Arme von einer anderen Minifigur halt abgenommen. Das Gesicht, das ist von dem Typen von Guardians of the Galaxy, das es damals im Set gab. So wie dann hier weiter wieder nochmal dieses Schulterpolsterteil. Auch eine geniale Umsetzung. Würde mich freuen, wenn Lego auch mal irgendwie so ein Coruscant-Gebäude macht und den dann da mit Kanzler Palpatine reinmacht. Also wirklich Respekt, was er hier für Ideen gehabt hat. Und hier haben wir dann... Ah ja, die Figur, da warten bestimmt einige auch schon drauf. Das ist Shmi Skywalker, also die Mutter von Anakin Skywalker. Wie ihr sehen könnt, auch hier bedruckte Beine mit einem Rockteil drüber. Passt, finde ich, super zu ihr. So auch, wie man sie halt wahrnimmt in den Filmen mit Rock. Das geht gar nicht anders. Dann haben wir hier an der Seite auch noch Printing dran für ihre Armreifen quasi. Finde ich, bringt die Figur auch nochmal sehr zur Geltung. Hier haben wir dann das Gesicht. Das ist das Alternativgesicht. So böse lächelnd, wenn sie gerade Anakin abgeschoben hat. Nein, natürlich nicht. Das Torso-Teil kommt, glaube ich, von... der Dame aus Star Wars 8, die da halt den Resistance-Bomber steuert. Ja, schönes Teil, schöne Figur. So, und jetzt wie versprochen machen wir hier dieses Paket auf. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ist mit Gummiband versiegelt und hier oben dann halt auch nochmal mit dem Zip-Ding. Ich glaube, das bekommt man im Legoland oder im Heidepark, gab es das damals bei uns. Mal schauen, was das ist. Hier steht erstmal... Titanaffe. Das ist bestimmt ein Titanaffe, der hier drin ist. Und es ist... Oh! Oh Mann. Hat nichts mit... Obwohl doch, entfernt schon. Es ist halt eine Disney-Figur. Und zwar ist es hier Donald Duck, beziehungsweise sein Alter Ego. Ich glaube Doppel-D, wie ihr sehen könnt. Mit der Mütze oben drauf und dann halt im Umhang. Ah, kreativ. Und vor allen Dingen halt auch mit den Dual-Molded-Beinen, Dual-Molded-Arme. Und hier hinten sein Puschel ist natürlich auch noch vorhanden. Das geht ja nicht, nur weil er Superheld ist, kann er sich das nicht abschneiden. Coole Idee. Sehr, sehr cool, dass du es noch umgesetzt hast. So, hier nochmal ein Fazit. Ihr seht, hier sind die Figuren nochmal alle aufgestellt. Und im Close-Up, es ist einfach cool. Es ist cool, wenn man so Figuren hat, die Lego noch nie umgesetzt hat. Es wäre ein riesiges Potenzial, denke ich, in so einer Minifigurenserie. Ob das lizenztechnisch möglich ist oder nicht, weiß ich nicht. Gleichzeitig ist natürlich dann auch so, wenn Lego jetzt eine Minifigurenserie rausbringt und da sind auf einmal normale Clone Trooper drin, dann würde man wahrscheinlich nirgendwo mehr Clone Trooper einzeln in der Minifigurenserie bekommen, weil die halt sich dann jeder rausfühlt. Aber gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Serie denkt, ob ihr das nochmal sehen wollt. Riesendanke an Bricks of Maze, beziehungsweise halt Markus, der hat die halt alle kreativ umgesetzt. Und bis dahin, ja, ciao, ciao.